Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen Kunden-Unboxing-Video von mir, für euch. Heute wieder eine richtig nice Smartwatch hier am Start, und zwar Lili G Smartwatch für Herren mit Telefonfunktion. Das ist jetzt schon State of the Art in diesem Preissegment, dass dort auch die Notifications unseres Smartphones durchkommen, sprich WhatsApp und die ganzen Messenger-Dienste etc., die sonst in der Notification angezeigt werden, in unserem Smartphone, werden dann auch auf der Uhr angezeigt. Sehr coole Funktion. Und zusätzlich können wir hiermit, weil verbaut ist, ist ein Mikrofon und ein Lautsprecher, können wir auch Telefonate führen über unser Smartphone, aber primär über unsere Uhr. Das heißt also, wenn ein Anruf reinkommt, können wir mit der Uhr Anrufe annehmen, müssen nicht mehr das Smartphone rausholen. Genauso andersrum auch. 1,43 Zoll AMOLED, also ein Organic Light Emitted Diode Screen. Das ist eine Smartwatch, die natürlich auch Herzfrequenz, Schlafmonitor und Schrittzähler mit inklusiv hat. Über 100 Sportmodi für unsere Fitness. Und sie ist IP68 wasserdicht. Das ist ein Fitness-Tracker für Android und für Apple-Phones. 460 mAh Akku-Power ist da drin. Es gibt sie in schwarz-orange und es gibt sie in pur schwarz. Und das schwarz-orange, finde ich, sieht aber ein bisschen cooler aus. Wisst ihr, also vom Design her sind die ähnlich bis gleich. Aber bei der Schwarz-Orange haben wir dort den zweiten Button, haben wir dort mit einem schönen eloxierten Orange ausgestattet. Und um die Watch selber ist nochmal so fliegermäßig schön so eine Aufteilung der Minuten oder Sekunden anzeigen. Die Lili G Smartwatch für Herren verfügt über ein 1,43 Zoll AMOLED Touchscreen Display, das mit einer ultra hohen Auflösung von 466 zu 466 Pixeln ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Jedes Pixel arbeitet unabhängig voneinander und sorgt für klare Kontraste und lebendige Farben, während gleichzeitig Energie gespart wird. Wir haben einen breiten Betrachtungswinkel, der stellt konsistente Helligkeit aus fast jeder Perspektive sicher. Was es daher mühelos macht, die Zeit mit nur einem Handgelenkbewegung zu überprüfen. Ja, diese Ligier Smartwatch überwacht sorgfältig unseren Herzschlag, unsere Sauerstoffsättigung im Blut und rund um die Uhr, wenn wir das wollen. Umfassende Einblicke in unsere körperliche Gesundheit. Wir bleiben mit einer einzigartigen Frequenzwarnfunktion in Echtzeit über etwaige Unregelmäßigkeiten daher informiert. Zusätzlich verfolgt die Smartwatch automatisch unseren Schlafmuster und stellt sicher, dass die benötigte Erholung stattfindet, die wir gerne hätten. Ausgestattet mit einem robusten 460 mAh Akku bietet diese Smartwatch eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Genieße unter normalen Bedingungen eine unterbrechungsfreie Nutzung von 7 bis 15 Tagen mit einer beeindruckenden Standby-Zeit von bis zu 40 Tagen. Dazu muss man natürlich sagen, die werden hier jetzt nicht den Heavy-User probiert haben. Das heißt, also ihr werdet nicht 7 Tage durchhalten, wenn ihr das Ding wirklich jeden Tag beim Sport benutzt und es wirklich nutzt. Ne? Also ich kann das sagen von meinen super High-Price-Watches, die muss ich jeden zweiten Tag aufladen. Aber ich steuere damit auch noch meine Kamerasysteme. Ich mache also viel Bluetooth dran. Das heißt, auch hier in diesem Fall, die 7 Tage sind nur für wenig Nutzer. Dann hält das natürlich. Aber trotzdem ist eine lange, lange Laufzeit, die hier angegeben wird und dies auch schafft, das zu erreichen, wenn man nicht zu krass damit arbeitet. Aber meine Güte, ansonsten einfach aufladen, ist nicht so schlimm. Und wir haben über 100 Sportmodi, die Watch integriert sind. Egal, ob wir Radfahren, Laufen, Angeln oder andere Aktivitäten ausüben, diese Smartwatch hat alles dabei. Mit ihrer IP68 Wasserdichtigkeitsbewertung können wir selbstbewusst in die täglichen Aktivitäten eintauchen, ohne sich um Wasserschäden Sorgen zu machen. Also duschen, Workout, kein Problem damit. Und wir bleiben verbunden mit der Bluetooth-Anruffunktion der Smartwatch. Es ist also möglich, eingehenden Anruf mühelos zu verwalten, sprich anzunehmen oder abzulehnen, und auch mit dem Smartphone dann synchronisiert Telefonate zu führen, mit dem der also auf der anderen Leitung sich befinden möchte. Wir haben KI-Sprachassistenz, wir haben über 200 Ziffernblätter, die wir auswählen können in der App. Diese Smartwatch ist also
super nice aufgestellt. Wie viele der Ligier Smartwatches. Also bis jetzt jede. Ich kann über keine der Ligier Smartwatches bis jetzt sagen, dass sie nicht den Preis, die hier aufgerufen werden, wert ist. Und Ligier, finde ich, nimmt dort nicht massiv viel Kohle für seine Smartwatches. Kommt aber in der Verpackung richtig edel rüber. Also wir haben hier wirklich schön verpackt das Zeugs. Wir haben alles dabei, von der Grundausstattung, was man sich so wünscht. Natürlich hier der gute Thanks, Ligier International Guarantee Card, wie ihr sehen könnt, mit der eingravierten Nummer. Hohoho. Dann haben wir hier ein Tuch, Mikrofasertuch zum Säubern, und wir haben hier noch ein Wet Protector. Das heißt also, dort können wir auch noch mit etwas Alkohol arbeiten. Ne, das reinigt dann das Display noch besser. Hier haben wir Bedienungsanleitungen für die Watch in Englisch, Spanisch, German, French und Italiano, und zwar in Schwarz-Weiß und in Farbe. Also Schwarz-Weiß ist die Schrift und die Bilder sind in Farbe. Wir brauchen die Glory Fit Pro App. Die laden wir uns runter, können diese dann starten und die Ligier Smartwatch damit eigentlich ganz einfach verbinden. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wir Bluetooth aktiviert haben. So, jetzt kommen wir tiefer in die Gefilden. Ligier baut auch immer oder haut auch immer beide Bänder dazu. Hat eine toolfreie Bandwechselunit hier. Sehr schön mit Ersatzbolzen. Hier haben wir ein Silikonarmband. Silikonarmbänder von Ligier sind sehr hochwertig, fühlen sich sehr gut an und sind strapazierfähig. Und Edelstahlarmband. Auch sehr edel für den abendlichen Ausgang ins Restaurant zum Beispiel. Wir können aber auch Silikon benutzen. Hier tut Ligier noch was. Und zwar, sie gibt euch direkt das Tool an den Mann, Frau oder divers, um dort kürzend eingreifen zu können. Das heißt, wir haben hier eine Spitze. Das heißt, wir setzen das Tool hier an und drücken an den Seiten damit die Bolzen hinaus. Dann können wir das zweimal machen und die Bänder zusammensetzen und es wieder hineindrücken. Dann haben wir sie gekürzt, die einzelnen Segmente. Tool ist bei den allen Ligier-Uhren bis jetzt dabei gewesen. Dann haben wir hier ladefunktionsmäßig, brauchen wir einen SC-Adapter, sprich also einfach unser Handy-Ladegerät oder Computer, Laptop, Powerbank, was hier wird noch, USB-Port an einer Steckdose etc., die dann magnetisch an die Uhr dockt und so die Energie, ja, pumpen kann. So, und dann haben wir hier den Körper, den Body der Uhr, den Uhrenkörper, der die ganze Technik enthält. Hier ist immer so ein Abdeckungsfreund drauf, den sollten wir vorher entfernen. Und jetzt sehen wir wirklich die Schönheit dieser Uhr. Sie ist sehr modern gebaut. Sie ist aus, ich würde Aluminium behaupten, aus einem Aluminiumbody hier gefräst. Ist mit einer Coverplatte ausgesehen hier. Und wir haben hier an den Seiten die besagten Knöpfe: eins in Orange, eins in Botons. Die innere Unterteilung in orangenen Buttons können wir uns optional dazu holen oder wir lassen es. Aber ich finde, es ist ein sehr gutes Gimmick hier bei dieser Uhr, weil diese Orange-Komponenten an der Seite sind. Finde ich das sehr schön. Das ist nämlich das Face von der Uhr, wo auch der Totenkopf ein bisschen mit abgebildet ist. Ein sehr schönes Teil. Aber ich meine, das könnt ihr alles selber einstellen oder euch selber auswählen. Fliegermäßig am Start. Wir haben hier Osten, Westen, Norden und Süden darauf poliert. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass dort immer Osten und Westen und Norden ist, sondern das ist sozusagen ein schönes Gimmick hier. An der Seite steht S-Fos oder S-For, könnte sein. Und hier sind die beiden Boutons. Wir haben also hier eine Digital Crown und ein Bouton. Auf der Rückseite seht ihr, haben wir dort die Sensortechnik. Es ist ein Modell EF1 am Start. 3 Atmosphäre wasserdicht. Das heißt also, wir können damit ruhig schwimmen gehen. 5 Volt, 1 Ampere, Ladestandard. 5 Volt ist der USB-Standard. Das heißt also, damit können wir überall laden, wo auch USB am Start ist. Also das Set, was ihr hier habt, ist wieder sehr gut aufgestellt. Wir haben alles, was wir benötigen. Und ich finde, in dieser Preisklasse ist Ligier dort wirklich sehr gut aufgestellt mit seinen Uhren. Hier ist die Ligier Smartwatch für Herren mit Telefonfunktion am Start. 1,43 Zoll AMOLED Smartwatch mit Health-Funktion. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!